Heute besprechen wir, wie es dir in der Oberstufe nie wieder an Motivation mangelt. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Ich habe schon einige Videos zum Thema Motivation, Drive und so weiter gemacht. Das findet ihr das alles rechts oben hier in der neu angelegten Motivations-Playlist. Könnt ihr euch gerne auch danach noch reinziehen. In diesem Video wird es aber nur Aspekte geben, die ich noch nie irgendwo gesagt habe. Deswegen lasst uns direkt reinstarten. Erstens, Hashtag The Difference. Ich wusste nicht, wie ich es anders nennen sollte, deswegen habe ich einfach mal einen Hashtag genommen, der für mich persönlich eine sehr hohe Bedeutung hat. Und zwar Hashtag The Difference, also im Prinzip der Unterschied. Denn genau das drückt es im Prinzip für mich aus, wie man das ganze Leben zusammenfassen kann. Und zwar, entweder du bist in deinem Leben derjenige, der proaktiv organisiert und gut seine Sachen erledigt, dementsprechend ein geiles Leben führen wird, das auch sehr entspannt, auch wenn andere Leute sagen, wow, wie schafft er so viel und so krass und da, oder so viele Leute sagen mir, wow, was du alles auf die Beine stellst. Ich denke mir, ja, ich weiß, aber ich habe auch relativ wenig Stress dabei, und das ist eigentlich die Komponente, auf die ich stolz bin. Nicht, dass ich so viel mache, sondern dass ich dabei auch noch extrem entspannt bin. Und das ist absolut machbar. Du musst nur irgendwann halt mal die Entscheidung treffen, dass du so eine Person werden möchtest. Weil auf der anderen Seite gibt es einfach nur die Leute, die haben keinen Bock auf alles, versuchen alles in der Vergangenheit quasi dann wieder zu richten. Das heißt, sie haben erst keinen Bock, denken sich, weiß nicht, dann verkacken sie die Prüfung, dann versuchen sie es irgendwie wieder auszugleichen, versuchen mit dem Lehrer nachzufandeln und so weiter. Oder sie sind im ganzen Leben einfach nur reaktiv. Und die haben natürlich dann auch keinen Spaß, kreieren schlechte Resultate, was es ihnen dann noch schwieriger macht, sich für was Neues zu motivieren, und sie bleiben eigentlich total hinter ihrem Potenzial. Und für mich persönlich hat diese Entscheidung, eben The Difference, auf welcher Seite möchtest du stehen, in der Oberstufe angefangen. Das heißt, ich denke, bis zu einem gewissen Alter machst du über sowas nicht viele Gedanken, aber ich denke, jeder, der das Video anschaut, ist einfach auch schon in diesem Mindset, und da musst du einfach überlegen, welche Person möchte ich für mein ganzes Leben sein. Denk nicht nur, dass es hier nur um eine Note oder um Abischnitt oder sonst irgendwas geht. Du triffst hier eine entscheidende Entscheidung. Ja? Das haben Entscheidungen so an sich, dass sie entscheidend sind. Deswegen, denk niemals, dass irgendwie, ja, jetzt habe ich mal ein bisschen nicht angestrengt. Es wird alles zu einer Gewohnheit. Wie du eine Sache im Leben machst, machst du alle Sachen im Leben. Deswegen überlegst du dir, auf welcher Seite willst du stehen. Und wenn du das raffst, dass du dass es nicht nur darum geht, ob du jetzt in der Geschichte Klausur 13 oder 8 Punkte hast, sondern dass es im Prinzip darauf, dass es sich immer weiter aufsummiert, darum geht, welches Leben du allgemein führen möchtest, das sollte genug Antrieb sein, um dir wirklich mal zu überlegen, wie du das Ganze angehen willst und so auch dauerhaft motiviert zu sein. Zweitens, verknüpfe Arbeit und Erfolg emotional. Es gibt ja dieses Sprichwort, erst das Vergnügen, erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Aber genau dieser Satz drückt im Prinzip aus, warum es für so viele Menschen so schwierig ist, darauf motiviert zu bleiben. Weil sie immer die Arbeit erst sehen und dann den Erfolg. Sie trennen das beide. Sprich, sie sagen beispielsweise, okay, ich muss erst irgendwas tun, mich da reinschauen, oh, und keinen Bock, und erst mache ich was scheiße ist, und dann kurz was zu haben, was geil ist. Beispielsweise Erfolg, eine tolle Note, Leute applaudieren oder Leute sagen, du hast es gut gemacht, was auch immer. Aber dadurch erschaffst du ja im Prinzip einfach nur eine Differenz zwischen, okay, jetzt muss ich was machen, was kacke ist, kein Bock drauf, und dann will ich dann hoffentlich irgendwann was bekommen, was geil ist. Was passiert denn aber, wenn du dir sagst, Moment mal, das ist einfach nur alles ein Prozess und ich gehe diesen Prozess einfach. Du wirst im Prinzip wie so eine Flugmaschine die ganze Zeit, klar, mal musst du richtig krass hustlen, aber der Hustle macht auch Bock, weil daraus entstehen ja auch wieder Erfolge. Und dann hast du aber auch Erfolge und dann hast du immer mehr Erfolge und irgendwann bist du sogar fast satt an den Erfolgen, dass du dich fast sogar wieder drauf freust, zu arbeiten. Ich beispielsweise muss das sagen, so, ich liebe jeden einzelnen Kommentar, ich bin für jede Nachricht so unendlich dankbar und ich sehe da auch in jeder Nachricht, egal wie viele wir werden, das nehme ich mir so stark vor, immer wieder einfach die Einzelperson, die sagt, Leo, danke, dass du mir so geholfen hast. Und das schätze ich jedes Mal so, so krass. Natürlich ist es aber gleichzeitig auch einfach nur so ein High, was du bekommst. Ja, das bedeutet, du liest die Nachricht und wow, und wow, und wow, und wow, und wow. Und auch beispielsweise, wenn ich nach Hause komme und meine Eltern stolz sind, was ich alles schaffe und so weiter, und meine Freunde sagen, ah ja, cool und so weiter. Man hat sich das vielleicht eine Zeit lang gewünscht, dass man jemand ist, wo man sagt, oh ja, cool, was der alles macht. Aber genauso schnell, wie das vielleicht unerwartet dann auch kommt, genauso satt bist du dann daran. Das bedeutet nicht, dass du es nicht mehr schätzt, sondern du brauchst es für dich selbst nicht mehr. Und das kann in der Schule auch genauso gut funktionieren. Beispielsweise hast du dir vielleicht lange gedacht, oh, ich will in der Oberstufe richtig Gas geben und will richtig gute Noten schreiben. Und vielleicht ziehst du seit
einiger Zeit richtig, richtig gut durch und du merkst, es wird immer besser. Und irgendwann wird es für dich nicht mehr so spektakulär sein, meine einzelne Klausur zu bekommen. Oder dass Leute sagen, oh, kannst du mir mal da helfen? Oder deine Eltern sagen, oh, toll, wie du dich mittlerweile anstrengst. Sondern es ist einfach normal für dich. Du schätzt es deswegen nicht weniger, sondern du bist nicht mehr darauf aus, irgendwas von außen zu bekommen, sondern du hast dann im Prinzip genauso viel Bock, dich wieder an den Schreibtisch zu setzen. Ich beispielsweise, mir macht es mindestens genauso viel Spaß, hier jetzt dieses Video für euch zu drehen, was ja im Prinzip meine Arbeit ist, als auf irgendeiner Bühne dann am Ende von einem Schulvortrag zu stehen und dann alle applaudieren. Das ist beides sehr schön für mich, aber ich unterscheide dazwischen nicht mehr, weil ich ganz genau weiß, das würde nur meine Motivation killen. Beispielsweise jetzt hätte ich keinen Bock, also muss ich es machen, dass ich dann irgendwann wieder tolle YouTube-Kommentare lesen kann. So sehe ich das gar nicht mehr. Es macht mir einfach alles Spaß. Es ist alles ein Prozess. Es ist geil. Es gibt Sachen, die sind einfach nur Feierei. Es gibt Sachen, die sind einfach mal auch anstrengend. Aber es ist alles ein Prozess und darauf habe ich Bock. Und wenn du das auf deine Schule überträgst, wirst du genau die gleichen Erfolge haben. Drittens, loslassen eigener Begrenzungen. Es ist eigentlich extrem lustig. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass du selbst eigentlich gar nicht daran glaubst, dass du mal dauerhaft nicht unmotiviert sein kannst und dass du eigentlich vollkommen unbewusst denkst, okay, das ist Schule und das ist anstrengend, eigentlich kann ich gar keinen Bock darauf haben, das zu machen. Übrigens, da mal drüber nach. Wir denken da nie drüber nach, dass beispielsweise Arbeit oder was andere Menschen als Arbeit bezeichnen würden oder als aufwendig oder als anstrengend, dass es eigentlich ja gar nicht sein kann, dass wir darauf auf natürliche Art und Weise Bock haben, sondern wir denken immer, dazu müssen wir uns motivieren, dafür müssen wir einen größeren Grund haben. Aber versuch doch einfach mal, es kann bei manchen jetzt extrem krass funktionieren, bei manchen gar nicht. Versuch einfach mal zu entspannen, lockst das, dann wird es auch nicht irgendwas explodieren oder irgendwas Heftiges sein. Aber lass doch einfach mal los und überleg dir, warum kann es nicht einfach sein, dass ich ein Ziel habe, was mir wichtig ist, gewisse Dinge dafür tun muss und dann einfach Schritt für Schritt das mache. Warum kann es nicht sein? Warum muss es immer sein, dass es anstrengend ist, dass ich keinen Bock habe und bam? Warum kann ich nicht einfach auf diesem Weg fliegen? Nicht, dass es komplett ohne Aufwand ist. Aber warum kann es nicht einfach sein, dass ich die Sache einfach durchziehe, ohne dass es streng und anstrengend ist, sondern einfach, ich mach's einfach. Warum kann es nicht sein? Denk mal drüber nach. Viertens, sehe Lernen als eine Verpflichtung an. Und damit meine ich nicht von außen im Sinne von Lehrer, Eltern, sonst irgendwer sagt dir, ja, du sollst aber lernen, sondern einfach, dass dadurch, dass du sagst, okay, ich bin halt ein Abiturathlet und deswegen ist vollkommen normal, dass ich intensiv lerne. Das bedeutet, anstatt immer zu überlegen, oh, habe ich jetzt Bock zu lernen und so weiter, mach es einfach zu deiner Identität. Sagen, ich, Abiturathlet, deswegen lerne ich intensiv. Und dann ist es ein ganz anderes Gefühl. Ich habe beispielsweise irgendwann bemerkt, okay, für mich bedeutet einfach, mich persönlich weiterzuentwickeln, ist einfach mein Lebensweg im Prinzip. Und für die meisten von euch sind ja auch sehr stark in der persönlichen Weiterentwicklung. Und ihr merkt ja da immer, da gibt es einfach Momente, die sind unglaublich hart. Du willst dein Traumabi schaffen und dann durchzuziehen und dann hast du keinen Bock mehr und so weiter. Es ist hart. Vollkommen normal. Aber die Challenge ist es sozusagen zu sagen, okay, ich mache es zu meiner Identität, dass ich sage, ich bin jemand, der sich persönlich immer weiterentwickelt. Oder eben in eurem Fall, ich bin ein Abiturathlet. Ich lerne halt intensiv für die Schule. Ich gebe alles für meinen Traumabiturschnitt. Dass, auch wenn es hart wird, dass du es dann trotzdem machst. Weil es deine Pflicht ist, nicht von außen, sondern weil es Teil deiner Identität ist. Und dann ist nämlich auch nicht mehr so wichtig, ob du motiviert bist oder nicht, weil du machst es so oder so. Und zu guter Letzt, was im Prinzip so dieses ganze Video perfekt zusammenfasst, und zwar fünftens, unterscheide nicht zwischen Motivation und keine Motivation. Denn das ist im Prinzip genau der Knackpunkt, wo das ganze Problem liegt. Die Leute sagen immer, ah, okay, jetzt bin ich motiviert. Jetzt bin ich nicht motiviert. Jetzt habe ich Motivation, jetzt habe ich keine Motivation. Und nachdem wir uns natürlich meistens, wenn wir das Ganze so betrachten, in dem State sind, wo wir sagen, wir haben keine Motivation, weil die wenigsten Leute Bock haben, einfach freiwillig mal zu lernen, ist die ganze Zeit kontraproduktiv, weil du den größten Teil denkst, ich kann ja jetzt gar nicht lernen, weil ich habe keine Motivation. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wenn sie motiviert sind, sie so ein krasses High auf diese Motivation bekommen. Oh, jetzt habe ich dieses Video von Leo gesehen und jetzt bam, jetzt habe ich Bock und bam. Und dann zwei Tage später ist dieses Gefühl natürlich nicht mehr da. Außerdem sich ein neues Video wieder angeschaut, aber auch nicht jedes Video ist ja so krass motivierend und entertained und so weiter, dann ist es halt irgendwann weg. Dann ist es halt weg und dann denkst du, oh, jetzt muss ich aber erst warten, bis ich wieder in dieses Gefühl reinkomme, um dann wieder Gas zu geben. Und das ist, da liegt der ganze Fehler. Versuch doch einfach mal, wenn du einen krassen Motivationsschub hast, den voll mitzunehmen. Du schreibst damit bam, 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 bam. Und genauso, wenn du keine Motivation hast, du machst einfach weiter. Aber selbst wenn du dann in dem Punkt bist, wo du sagst, du hast Motivation, sag dich, oh, jetzt bin ich motiviert, jetzt kann ich was machen.
Weil dann erschaffst du nur wieder den Unterschied. Das heißt, egal ob du gerade unmotiviert bist oder hohe Motivation hast, es ist egal. Mach einfach weiter und das wird sich so ausbalancieren im Prinzip so, dass du es dann einfach ungeachtet dessen trotzdem machst. Und in dem Sinne auch diesen Weg, denk dran, mein Akku geht nämlich gleich aus. Ich glaube an dich, wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.